ein seltsames Kaleidoskop der bizarren Seiten unseres Lebens. Hier schrieb ich die letzten Zeilen meines letzten Romans. Ich kann mich erinnern, also ich saß auf der Parkbank, das war irgendwann untertags, sonnig, und ich saß hier und mit einem Notizblock oder einem kleinen Büchlein, in das ich dann meine Gedanken notiert habe, und die letzten Zeilen habe ich mit Bleistift mit der Hand geschrieben, und das war hier auf dieser Bank. Und oder war es das vorletzte Buch, das weiß ich jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt. Oder das vorvorletzte Buch. Jedenfalls zu einem meiner Bücher habe ich hier die letzten Zeilen geschrieben. Das kann ich mich erinnern. Dann habe ich das Heft zugeklappt und habe dann tief durchgeatmet und bin dann erleichtert wieder nach Hause gegangen. Ja, jetzt bin ich bei mir zu Hause. Wichtig ist im Blickfang für alle Gäste, die mich besuchen, diese Karte von Petersburg, Leningrad steht hier noch. Zu meinen frühesten Erinnerungen gehört es, dass meine Eltern mir sagen, wir fahren jetzt weg für eine lange Zeit. Und zwar geht es in heiße Länder. Natürlich wollten meine Eltern nicht den Begriff Israel verwenden. Das war 1971, ich war keine 5 Jahre alt. Und sie wollten nicht, dass ich das Wort Israel irgendwo im Kindergarten sage. Es war ohnehin, die Situation war sehr heikel. Mein Vater war Mitglied einer zionistischen Untergrundorganisation und hat sich sehr für die Ausreise der Juden aus der Sowjetunion eingesetzt. Es wurden auch viele Menschen verhaftet und kamen ins Lager. Und es war auch der KGB einmal bei uns, als ich 4 Jahre alt war, und hat alles auf den Kopf gestellt. Und sie haben dann die Wohnung durchsucht. Und mein Vater wurde auch viele Tage verhört. So haben wir damals ausgesehen. Hier hinten steht auch Februar 1971. Ja, 1971. Februar 1971, und im März sind wir ausgewandert. Wir fuhren von Leningrad nach Moskau und flogen dann von dort mit dem Flugzeug nach Wien. Waren dann in Schönau, das war ein Transitlager für Juden aus Osteuropa, und fuhren dann einige Tage später nach Israel weiter. Nun ist es so, dass ich erst in Schönau erfuhr, dass wir gar nicht zurückkommen werden und dass wir nach Israel auswandern. Das war für mich als Kind natürlich der erste große Schock, plötzlich zu erfahren, weißt du, wir kommen nie wieder zurück. Und wir fahren nach Israel, weil du Jude bist. Ich habe dann gefragt, ja, und was bedeutet das? Und warum nicht? Und na und? Ich bin doch nicht Jude, ich bin Leningrader, habe ich dann gesagt. Haben sie mir versucht zu erklären, das eine ist ja, steht nicht im Widerspruch zum anderen, aber das war für einen 4,5-Jährigen dann doch schon recht komplex. Als Kind möchte man immer dazugehören, und ich war an den verschiedenen Orten, ich habe, glaube ich, 12 Ortswechsel in 10 Jahren gezählt, wenn ich mich nicht verzählt habe. Als Kind möchte man dazugehören, und kaum war ich an einem Ort so weit integriert, unter Anführungszeichen, dass ich von den Gleichaltrigen akzeptiert wurde und mitspielen konnte und die Sprache so weit beherrschte, dass ich mich fließend und problemlos unterhalten konnte, musste ich schon wieder weg, haben mich meine Eltern wieder herausgerissen. Wobei ich ja dreimal gar nicht gewusst habe, dass wir nicht zurückkommen. Das war, als ich aus Russland wegfuhr, da war ich aber noch wirklich sehr klein. Dann ein Jahr später mit knapp 6 Jahren,
Als meine Eltern Israel verließen, da hieß es auch zuerst, wir fliegen auf Urlaub, und im Flugzeug haben sie mir gesagt, weißt du, wir kommen nie wieder zurück. Was nicht gestimmt hat, denn 3 Jahre später waren wir wieder in Israel. Und dann, als wir in die Niederlande fuhren, da war ich 9, haben sie mir zuerst auch gesagt, wir fahren nach Italien auf Urlaub, und dann am Bahnhof haben sie mir gesagt, aber da ist der Zug nach Amsterdam, wir fahren nach Holland. Ich wusste noch nicht einmal, dass es so ein Land gibt. Und sie haben mir das dann erklärt. Und als sie im Zug haben sie mir dann gesagt, wir kommen nicht wieder zurück. Also, oder erst als wir in Amsterdam waren. Und das waren Erlebnisse, die sehr verstörend waren für mich als Kind, weil ich mich ja gar nicht verabschieden hatte können und auch keine Spielsachen mitgenommen hatte. Und das war dieses plötzliche Herausgeworfensein und der Verlust jeglicher Sicherheit. Wahrscheinlich ist das mit ein Grund, warum ich Schriftsteller geworden bin, weil ich schon damals gelernt hatte, mir eigene Welten zu erschaffen, die nur meine eigenen sind. Viele Facetten des Lebens hier sind jetzt auch ein Teil von mir geworden. Ich identifiziere mich auch mit diesem Land. Aber natürlich sind meine Wurzeln andere als bei Menschen, die hier geboren sind und deren Familien schon vielleicht seit Generationen in Österreich leben. Also meine Wurzeln gehen wohl nicht in die Tiefe, sondern vielleicht eher in die Breite. Aber auch ein Baum, der Wurzeln hat, die in die Breite gehen, kann sehr stabil sein. Was mich von anderen unterscheidet, ist vielleicht das, was mich mit den Rechtsradikalen verbindet. Und das ist eine interessante Erfahrung. Denn wir beide, also wir, die Rechtsradikalen und ich, wir denken immer intensiv über unsere Identität nach. Mein Beruf führt eben dazu, dass ich oft dazu befragt werde, dass ich darüber auch nachdenke, dass ich Essays darüber schreibe und dass ich mich als Vermittler und als Interpret in der Themen Identität und Zugehörigkeit sehe. Und die Rechtsradikalen denken auch ständig darüber nach, weil sie ja auf Abwehr gehen müssen. Sie müssen ja ihre Würstchen mit Sauerkrautwelt verteidigen und fragen sich dann, oder fragen sich, sind Juden wirklich klüger als andere Leute, wie in dieser Serie aus dem Jahr 1974 in der Kronenzeitung. Ziehe jetzt doch den anderen Hut an. Ich habe noch einen Hut mit. Das passt irgendwie zu dieser Straße gut. Neugieriger Mensch, wenn mich etwas auszeichnet, dann das. Ich möchte immer den Sachen auf den Grund gehen. Ich interessiere mich für andere Menschen und deren Lebensgeschichten. Manchmal versuche ich auch, andere Leute von etwas zu überzeugen. Da kann ich auch sehr leidenschaftlich werden. Ich suche gern auch nach den bizarren, den witzigen und den spannenden Momenten des Lebens. Ich sehe immer die Janusköpfigkeit, die Doppeldeutigkeit von Sachen und kann sehr gut über andere und auch natürlich über mich selbst lachen. Ja, ich bin gleichzeitig auch ein sehr ängstlicher Mensch. Es gibt viele Dinge, vor denen ich mich fürchte. Andererseits ist das natürlich auch etwas, was zu meiner Sensibilität, denke ich, und Emotionalität beiträgt. Und ich kann, wenn es sein muss, meine Ängste auch überwinden. Aber ein großer Held bin ich nicht. Also ich fürchte mich schon
vor bestimmten anderen Menschen, vor Autofahrten, vor dem Fliegen, vor neuen Situationen. Ich mag es nicht zu verreisen, obwohl ich sehr viel unterwegs bin. Das erinnert mich auch zu sehr an die Emigration. Davor fürchte ich mich auch. Aber ich tue die Sachen und wenn ich sie einmal begonnen habe, dann machen sie mir auch oft sehr viel Spaß. Auch dann, wenn ich ein mulmiges Gefühl habe.